vom Anfang. Perfekt. Günther wahrscheinlich nicht veranstaltet. Würde ich machen. Ja, nach dem positiven Spiel, dem Auftaktspiel gegen Düsseldorf, diesmal, wie geht man mit so einem positiven Ergebnis, einem positiven Spiel in der Woche um, in der Mannschaft, als Trainer und der Mannschaft? Das Wochenende war auf jeden Fall angenehm. Also wir haben uns natürlich am Samstagmorgen hier zum Regenerationstraining bzw. Spielersatztraining getroffen und es ist natürlich klar, dass an so einem Abend die Stimmung ganz okay war und ganz nett war und wenn man zwei Tage frei gab, das hatten die Jungs einfach verdient und sind jetzt seit Dienstag wieder in der Trainingswoche. Sind da auch nochmal kurz aufs Spiel am Dienstag eingegangen und ein bisschen Video gemacht und haben uns alle zusammen nochmal in den Kreis gestellt und gefreut, aber seit Dienstagabend spätestens liegt dann jetzt der Fokus auf den Samstag und da gilt es auch in der Trainingswoche vorzubereiten. Trotzdem nochmal kurze Rückblende, weil das Spiel sicherlich auch interessant ist im Hinblick auf den nächsten Samstag. Was hat Ihnen besonders gut gefallen am vergangenen Freitag? Ja, zuerst mal, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, dass es schon ein sehr wichtiges Spiel war. Und dass wir schon wussten, wenn wir das gewinnen, dass wir da einen großen Schritt machen können, beziehungsweise den Abstand auf die Abstiegszone erheblich vergrößern können. Das ist uns gelungen. Die Art und Weise war natürlich schon gut. Man hat wirklich von der ersten Minute an gemerkt, dass wir das wollen und was wir wollten, was wir vorhatten. Da ist vieles aufgegangen. Wir haben die Räume sehr eng gehalten, waren sehr kompakt im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball. Von daher haben wir wenig zugelassen gegen eigentlich eine sehr spielstarke Mannschaft. Das war sehr erfreulich. Und das Erfreulichste für mich als Trainer war eigentlich, dass man so sehen konnte, dass die Trainingsinhalte, die wir so versucht haben, ja, mit der Mannschaft zu erarbeiten, dass es trotz der widrigen Bedingungen ganz gut aufgegangen ist alles. Was meinen Sie mit widrigen Bedingungen? Ja, klimatischen Witterungsbedingungen hier, halt also im Verlauf der Vorbereitung. Es war halt nicht immer möglich, da auf vernünftigen Plätzen zu trainieren, beziehungsweise auch Kunstrasen zu trainieren, ist halt immer auch was anderes als auf Rasen zu spielen. Und wir haben das dann trotzdem alles kompensiert bekommen und in Verbindung mit den vielen Testspielen auch hat da vieles geklappt. Gab es auch etwas, was Ihnen am Spiel Ihrer Mannschaft nicht so gut gefallen hat? Ja, das hat man ja immer. Ne? Also man kann dann immer, ich meine, jetzt ist natürlich klar, jetzt ein Außenstehender sagt dann beim 5-1 liegt der Trainer das Haar in der Suppe. Ganz so ist es nicht. Also wir hatten Phasen im Spiel, wo wir mir ein bisschen zu naiv agiert haben. Das war auch so gerade die Phase nach dem 2-0. Da muss man halt auch vor der Pause nicht in den Schlagabtausch gehen, sondern dann verwaltet man einfach ein 2-0 und guckt, ob man vielleicht noch einen Konter setzt und gut ist. Und muss da nicht schauen, dass man vielleicht lieber selber 7 Chancen rausspielt, aber hinten auch 4 zulässt. Also ich bin dann eher einer, der sagt, komm, versuchen wir dann vielleicht 2 rauszuspielen und lassen dann hinten nichts zu. Das haben wir nicht so gut gemacht, das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen. Wir sind ja auch konzentriert aus der Halbzeit gekommen. Dann haben wir das 3-0 gemacht. Und ja, ich denke, das 3-1 war ein Schönheitsfehler. Da haben wir natürlich drüber gesprochen. Das darf so nicht passieren. Aber unterm Strich, wenn man gegen so eine spielstarke Mannschaft im ganzen Spiel ja, 2 Torschancen zulässt und eine dann zum Tor führt, dann kann man schon zufrieden sein, wenn man selber 5 schießt. Wobei natürlich trotz der 5 Tore der Chancenverwertung konnte man natürlich in der Form auch nicht zufrieden sein, aber das ist klar nach oben rum. Empfinden Sie das als Befreiung? Sie hätten ja 6 Spiele nicht mehr gewinnen können. Jetzt so ein Spiel hinzulegen, befreit auch ein bisschen, oder? Ganz so stimmt es ja nicht, mit den 6 Spielen nicht gewinnen können. Also bezogen auf Meisterschaft, oder? Bezogen auf die Meisterschaft schon, aber wir hatten zwischendurch auch ein wichtiges Pokalspiel, wo dann auch, sag ich mal, für uns als Verein sehr wichtig war, ins Halbfinale einzuziehen, das haben wir gewonnen. Und außerdem muss man dazu sagen, das hat er schon gesagt, wir haben zwar 6 Spiele nicht gewonnen, hatten dann natürlich davor auch bis zu dem Zeitpunkt viele nicht verloren. Und ich denke, das bringt so eine Saison einfach mit sich. Und außerdem habe ich ja auch gesagt, also für uns in der Analyse hat jedes Spiel seine eigene Geschichte. Und ich glaube, bis auf das Spiel gegen Bonn, wo wir an dem Tag wirklich chancenlos waren, hätten wir jedes Spiel auch für uns gestalten können und haben keine schlechten Spiele gemacht. Natürlich klingt natürlich dann merkwürdig, wenn man 5-1 in Viktoria Köln verliert und dann als Trainer sagt, eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Aber ich denke, die Geschichte dieses Spiels kennt ja auch jeder. Welche Rolle spielen denn jetzt die Neuzugänge? Trägt das auch ein Stück dazu bei, dass Sie
optimistischer, noch optimistischer in die laufende Saison gehen können? Ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir die Transferperioden nutzen möchten, hier um unseren Kader zu verbessern. Und wir haben natürlich mit den drei Jungs die Qualität einfach unseres Kaders auch angehoben. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir eine intakte Mannschaft haben und die dann dementsprechend auch relativ schnell und gut integrieren konnten. Und von daher spielen die Neuzugänge, wie man auch am Freitag auf dem Platz gesehen hat, eine gute Rolle hier. Aber ein Thema, an die Ivan ist zur Pause ausgesetzt worden, er hat ja im Vorfeld Probleme noch gehabt mit der Muskulatur sozusagen, ist rechtzeitig fit geworden. Hatte die Auswechslung Verletzungsprobleme oder Vorsichtsmaßnahmen, oder hat die angegriffen? Ja, Andi hatte sich da die ganze Zeit mit dem Oberschenkelproblem rumgeplagt und wie gesagt, also wir wollten dann auch bei dem Spielstand, wollten wir kein Risiko gehen, zumal er jetzt auch eine gute Trainingswoche hatte und dann ist halt alles so aufgegangen. Enes war direkt sehr gut im Spiel, auch eine tolle Vorlage auch gegeben zum 3-0. Von daher haben wir da dann auch alles richtig gemacht. Sind kein Risiko gegangen. Ich habe mir von einem Kollegen sagen lassen, dass es so auf dem Weg in die Kabine ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Anliegern aus. Ist da was dran? Oder? Ja, ich hätte das jetzt auch schon mal gehört, also es war überhaupt gar keine Meinungsverschiedenheit zwischen mir und ihm. Also wir hatten keine Meinungsverschiedenheit. Er hatte im Spiel in der ersten Halbzeit eine Meinungsverschiedenheit mit dem Mitspieler, was aber überhaupt gar nicht hochzuhängen ist, was vollkommen normal ist, was ungefähr, sag ich mal, 10-mal vorkommt. Ja, das Problem war einfach nur, wir waren auf dem Weg in den Spielertunnel bzw. in die Kabine und dann habe ich ihn gefragt und er hat mir das dann mitgeteilt, aber hat dann, mit den Händen so ein bisschen gestikuliert. Das ist ein junger Spieler, das ist natürlich dann nicht so günstig, wenn 1500 Zuschauer von der Tribüne aus uns beobachten und uns beklatschen, wie toll wir gespielt haben und in die Kabine gehen. Also das war überhaupt gar keine Meinungsverschiedenheit zwischen mir und ihm und auch überhaupt gar kein Problem. Es war eine Situation, wie sie im Spiel, ja, sie haben ja selber mal Fußball gespielt, wie sie im Spiel 15 bis 20 Mal vorkommen kann. Sind wir jetzt auch weiter Thema. Seine steht ja für Samstag zur Verfügung mit seinem Oberschenkel. Ist alles wieder gut bei ihm? Ja, so Andi hat jetzt das volle Trainingsprogramm diese Woche mitgemacht. Und dann natürlich auch die 2 Tage Pause gut getan. Muss ich auch nochmal den Hut vor den Jungen ziehen. Er hat wirklich auch die Tage genutzt und auch an den freien Tagen mit den Physios gearbeitet. War also beide Tage hier auch im Stadion und hat sich da wirklich sehr professionell verhalten. Hat jetzt die Trainingswoche auch komplett absolvieren können. Würde der Kapitän wieder da sein, wieder spielen können bei Tane Manu? Er verletzt? Ja, Gaetano ist fit. Also Gaetano ist fit. Den haben wir einfach auch ein bisschen rausgenommen. Er hat ein komplettes Vorbereitungsprogramm mitgemacht, auch weil wir wussten, dass er die 10. Gelbe mittlerweile ja schon hatte. Und deswegen haben wir da, ihm vorsichtshalber auch ein paar Tage noch im Training länger gelassen, als es vielleicht nötig gewesen wäre, aber bis jetzt auch die ganze Woche komplett mittrainiert, ist im sehr guten gesundheitlichen Zustand und auch fit und klar, steht Samstag zur Verfügung und wird natürlich auch die Mannschaft aufs Feld führen. Da wäre meine nächste Frage schon gewesen, sie ist never change the winning team, sagt man ja manchmal, aber weiß ich nicht. Also ist ja auch nur ein Spruch. Ja, man kann hier sicherlich über viele Spieler diskutieren, aber ich glaube, über Gaetano Manu muss man hier in den letzten anderthalb Jahren nicht diskutieren. Es ist vollkommen klar, dass ich sehr froh bin, dass er wieder da ist und ich hatte auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass er gerade bei dem wichtigen Spiel am Freitag, weil es auch ein Auftaktspiel war, nicht da ist. Und von daher, ich bin froh, dass er jetzt am Samstag dann wieder dabei ist und er freut sich auch. Es heißt das Spiel. Gibt es weitere Personalien vor dem Spiel, wer zur Verfügung steht, neu, wer nicht zur Verfügung steht vielleicht? Ja, also schon so, dass Jan Heuberg hat schon richtige Probleme. Bis jetzt noch kein Mannschaftstraining absolviert, bis zum heutigen Tage, wird es jetzt heute Abend probieren. Muss man schauen. Eine relativ makabere Geschichte. Wenn man dann mittwochs, 5 Tage nach so einem Spiel, immer noch einen dicken Fuß hat mit einer großen Fleischwunde auch im Knöchel und die Situation im Spiel noch nicht mal gepfiffen wurde. Also das war für mich ein Foul mit weiß ich nicht wie langer Sperre, aber es ist halt noch nicht mal gepfiffen worden. Der Junge ist schon sehr hart angegangen worden. Und, das war nicht das Rot-Foul. Nee, da gab es gar nichts. Da gab es noch nicht mal so Foul.
Man hat halt immer noch mit Problemen, aber auch er hat wirklich sehr gut gearbeitet, ja, an der Verletzung diese Woche. Muss man jetzt sehen, wie das sich darstellt am heutigen Abend. Wie schätzt du oder ihr Rödinghausen gerade ein? Die habt ja jetzt noch kein Pflichtspiel. Haben gegen Oberligisten gewonnen in der Vorbereitung, jetzt zuletzt gegen Hessen-Kassel verloren. Habt ihr das mal gesehen? Und personell hat sich bei denen ja wenig verändert. Und dann am Dienstag in Twente Enschede 0-0 gespielt. Genau. Also natürlich haben wir die in der Vorbereitung gesehen und natürlich auch einiges an Filmmaterial. Aus der Hinrunde ist sehr schwierig zu sagen. Gegner mit sehr viel Qualität in der Offensive, vielen guten Spielern. Ja, relativ unkonstante Leistungen in der Hinrunde, sehr viele nicht so gute Ergebnisse, sehr viele gute Ergebnisse, auch der Auswärtssieg in Viktoria Köln und auch in Rot-Weiß-Essen sicherlich, die man da erwähnen muss. Aber auch Heimniederlagen, 4-0 zu Hause gegen Oberhausen verloren, in eigentlich einer guten Phase. Ein Pokalspiel gegen Wiedenbrück zur Halbzeit zurückgelegen, 2-0 nochmal gedreht, 3-2 gewonnen. Also es ist sehr schwierig da eine genaue Wertung reinzukriegen. Klar ist, dass wir schon so über die Stärken informiert sind und auch die Mannschaft hat schon 9 Spiele auch gewonnen, das ist nicht wenig, ja. Allerdings auch 8 verloren, das ist so ein bisschen anders als bei uns, aber wir sind auf jeden Fall vorbereitet und na klar, verlieren wollen wir nicht hier zu Hause. Und noch eine andere Frage, gibt es mittlerweile einen Pokalauslosungstermin, wo Oberhausen mittlerweile dann doch weitergekommen ist? Meine letzte Info war, dass diese Woche ein Info an uns kommen soll, wann nächste Woche Auslosung ist. Also ich habe bis jetzt noch keine Info bekommen. Okay. Ich würde gerne noch etwas zu Jordi Theisse hören, auch einer von den Neuzugängen. Wie hat Ihnen seine Leistung gefallen? Ihnen seine Leistung gefallen? Also er hat ein gutes Spiel gemacht, ja. sehr viel auch für die Mannschaft gearbeitet. Unglaublich großen Anteil auch immer wieder an Ballgewinnen nach Ballverlusten gehabt, sehr gutes Gegenpressing auch gespielt und ist natürlich auch gerade im Umschaltspiel eine sichere Anspielstation, macht die Bälle sehr gut fest und er hat sich dann letztendlich auch mit seinem Tor belohnt, wobei man sagen muss, dass er in der ersten Halbzeit auch schon ein reguläres Tor gemacht hat, was nicht gegeben wurde, das konnte man im Video auch ganz klar sehen, also da hat er auch in der Halbzeit mir schon gesagt, da war nichts, also es war ein ganz normales Kopfballduell, was er für sich entschieden hat, den Ball da auch schön verwertet hat. Und das zeigt so ein bisschen auch was über seine Stärke. Und ja, macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und sind froh, dass er hier ist. Dürfen wir mit ihm Samstag wieder rechnen? Sie haben ja jetzt 2 starke Stürmer sozusagen, haben wir ja gesehen. Ja, er dann reingekommen ist. Er hat ja was erstaunlich gut drauf, auch im Training ist richtig gut in Form. Aber kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen. Ich glaube, im Sturmzentrum, da ist jetzt nichts anderes angedacht. Also, dass wir das so lassen werden. Klar, die Trainingseindrücke zählen noch, aber mit Ercan wissen wir natürlich auch um seine Qualitäten, wenn er von der Bank kommt. Das hat er halt auch öfters schon bewiesen, dass er dann immer in der Lage ist, auch nochmal was Produktives für die Mannschaft zu machen. Und wie gesagt, da muss man. Noch eine Frage, und zwar. Sie haben ja gerade gesagt, natürlich war beim ersten Spiel nach der Winterpause wichtig, den Abstand nach unten zu vergrößern, was jetzt gelungen ist. Guckt man jetzt dann vielleicht doch eher wieder weiter nach oben. Mit einem Sieg am Sonntag wäre ja schon der 6. Platz garantiert oder sogar der 5. Platz, eventuell sogar der 4. drin. Guckt man da weiter nach oben jetzt eher? Also nochmal, ich habe das glaube ich vor 2 Wochen mal gesagt. Auf die Tabelle schaut man laufen, das macht man halt öfters in der Woche. Aber ich denke, dass wir trotzdem demütig sein sollten und unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das haben wir letztes Jahr auch nicht gemacht. Da haben wir auch nicht irgendwelche Sachen nach draußen gehauen, sondern einfach weitergearbeitet. Und dafür stehen wir hier seit anderthalb Jahren. Und ich werde jetzt nicht nach einem Sieg im Nachholspiel sagen, wir werden jetzt in der Rückrunde oben angreifen. Also, oder beziehungsweise hinter dem Spitzentrio Rot-Weiß Essen, Oberhausen und Aachen zu gefährden. Das sind einfach Mannschaften, die grundsätzlich von uns am guten Tag zu schlagen, die können wir schlagen, das ist keine Frage, aber auch eine Saison, die hinter uns zu lassen, da muss schon sehr viel zusammenkommen und es ist zu früh, darüber jetzt nachzudenken.
eine Frage an den Sportdirektor, den Sportvorstand, Entschuldigung. Rechnest du mit einer größeren Zuschauerzahl jetzt einfach an diesem positiven Auftakt? Ich sag mal, 3000 freitagsabends waren sicherlich ein guter Wert. Jetzt spielen wir samstags, das Wetter ist, glaube ich, nicht so schlecht. Das hast du schon alles gesagt. Also erstmal die 3000 zu bekommen am Freitagabend, wo es bitterkalt war. Ich glaube, das zeigt schon, was hier möglich war jetzt die letzten anderthalb Jahre, aber auch weiterhin möglich ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir auf 3.000, 5.000 bis 4.000 kommen jetzt gegen Wollinghausen. Ich glaube, das ist machbar hier in der Stadt. Wir müssen einfach weiter versuchen, als Verein die Leute hier mitzunehmen, jeden einzelnen Wuppertaler mitzunehmen, jedem wieder Lust darauf zu machen, ins Stadion zu kommen. Und ja, da haben wir den Auftakt gemacht gegen Düsseldorf letzte Woche. Jeder, der da war, wird, glaube ich, wieder kommen. Alle die waren, da waren, dürfen auch gerne Freunde mitbringen und Bekannte und uns einfach weiter unterstützen. Super. Dann machen wir das. Danke. Okay.